Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Snake's Revenge, irgendwo im Metal Gear Universum angesiedelt. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und es läuft ein Timer. Und wer mich kennt, ich mag solche Sachen. Überhaupt nicht. Deswegen. Oh mein Gott. Dann müssen wir jetzt dahin. Na gut. Es zittert alles. Bin mal gespannt, wie das bei YouTube wieder aussieht, wenn alles zittert. Das kann ich dann wahrscheinlich als Parkinson Add-on verkaufen oder so. Oder dies ist ein 3D-Video. Oder was es da für tolle Optionen gibt. Wir müssen nach oben, ne? So, ich denke, wir müssen nach ganz oben. Dann fahren wir mal weiter. Mal gucken. Der hat uns die Info gegeben, wir müssen irgendwo das Radar benutzen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ja. Was ist denn, wenn wir einfach mal da lang gehen? So, da sind wir am Deck. Kann ich die benutzen? Ah! Es hat sogar Sinn! Ah! Hä? Wie? Da rein? Glaube ich doch nicht. Ich werde doch nicht in den Raum kommen. Wenn das wieder sinnvoll ist. Ach so, da geht's irgendwo noch weiter. Gibt's denn da irgendwie. Das ist doch ein geschlossener Raum, oder nicht? Ach, das ist tatsächlich so. Oh. Willkommen bei Snake's Revenge. Das Spiel, das ungefähr so logisch ist, als wäre es ein Steven Seagal Direct-to-DVD-Movie. Wir haben's. Gratulation! Metal Gear ist zerstört! Was ist das denn? Aber wir haben die Existenz von Metal Gear 2 bestätigt. Woran hast du das gesehen, mein Freund? Und nun fehlt auch noch Nick. Ich hab ihn nicht vermisst. Kontaktiere nun deine Person bei der feindlichen Basis. Und das hat mir einer gesagt. Snake's Revenge. Jetzt wollte ich tatsächlich Metal Gear Snake's Revenge sagen. Nein, das spare ich mir. Snake's Revenge hat tatsächlich 2 Missionen. Tja, Metal Gear Solid 2 lässt grüßen sozusagen. Und Mission 2... Na, für alle Raiden oder Raiden-Fans. Mission 2 ist merkwürdig. Passt ja wunderbar ins Universum, ne? So. Wir haben ja jetzt einen Minendetektor und, ach so, haben die das gelöst. Oh, das ist ja mal... Das ist ja mal pfiffig. Hey, ich muss das Spiel mal loben. Ach, da komme ich gar nicht her. Ja, komm. Jetzt kommt wieder Pixel. Komme ich denn hierher? Da komme ich da auch nicht her. Bin ich da so vorbei? Kann ich. So. Uah, da war eine Mine. Da ist auch eine. Wie komme ich denn da her? Komme ich tatsächlich. Es ist doch netter, als man denkt. Und es ist wieder endlich Radiozeit. Willst du mich verkackeiern? Wie Batterie leer. Die schicken Snake auf eine Mission. Um die Existenz der ganzen Welt zu retten. Ja, also es geht ja hier nicht um, was weiß ich, ungelegte Eier, aber die geben ihnen jetzt ein Funkgerät, wo die Batterie alle ist. Also, dieses Spiel überrascht mich. Das muss man sagen. So, da gibt's Granaten. Das werde ich erstmal nachtanken. Was bist du? Welch Zufall! Ich habe eine Batterie gefunden! Nicht, dass ich vor 5 Sekunden eine gebraucht habe. So, wir tanken mal eben Granaten auf. Ihr seht übrigens, jetzt bin ich Rang 3. Das hatte mir auch einer geschrieben, das isst man automatisch, wenn man Mission 2 erreicht.
So, und jetzt kommt es darauf an, ob man. Also es gibt tatsächlich, kann ich schon vorwegnehmen, maximal Rang 6. Also auch das ist. Ich bin da ein ganz großer Fan von. Von so vielen Sachen hier, glaube ich. So, kann ich den hier mehr tragen? Ja, kann ich jetzt 20, genau. Ja, das haben sie ja immerhin gelassen. So, wir können ja jetzt nach unten gehen, weil. Natürlich renne ich jetzt in eine Mine. Ich liebe dieses Spiel. Der Geheimgang muss irgendwo unten sein. Oder im Boden. Auch hier wieder meine Lieblingsfrage, woher weißt du das? Ja, hat ins Handbuch geschaut wahrscheinlich. So, gucken wir mal, wo es lang geht. Woran sehe ich das denn jetzt, wo es nach unten geht? Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Mal gucken. Nein, das ist nicht. Da kommen wir mal rein. Okay. Plastiksprengstoff habe ich ja auch nötig. Habe ich ja auch kaum was, ne? Och, geht aber. Geht aber. Das kann ich mal schnell aufladen. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder schnell auf den Minendetektor. Scheint mir irgendwie hier im Augenblick die gesündere Variante. Das sieht mir sehr nach etwas aus. Ah, da ist auch noch eine Tür. Erstmal ein bisschen hier abräumen, was man abräumen kann. Weil ihr habt ja gesehen, ab einem gewissen Punkten kann man auch nicht zurück. Das ist toll, ne? Ja, John, Nick brauche ich nicht anrufen, die sind ja alle vermisst. Deswegen habe ich sie noch in meiner Anruferliste. Ja, macht ja auch Sinn. Der ist missing in action, ruf ihn doch mal an. Vielleicht geht ja jemand dran. Was ist das denn? Ah! Ich habe die Lenkraketen gefunden! Schön. So, und das ist Ration, ne? Genau, richtig. So, dann wollen wir mal wieder erstmal ein bisschen upgraden. So. Und erstmal komplettieren. Was war am Hammer? Das Spiel ist mir zu linear, dass ich da fair vorgehe. Hier nutze ich jeden Trick, hier nutze ich jeden Cheat, hier bin ich eine ganz linke Sau. So, ich kann mal eben schon was machen. Dann habe ich das nämlich auch schon voll. So, theoretisch mit 3 Sternen dürfte ich jetzt 9 Rationen haben. Das war jetzt Ration 6, dann müsste das Ration 7 sein. Mal gucken, ob ich zählen kann. Nein, kann ich nicht. Wir machen das mal eben. Ich gehe jetzt immer noch da ein paar Mal rein. Und dann gucken wir mal, ob ich das finde. So, jetzt haben wir 7. Na, Grafzahl 8. Nun, welche Macht, mächtige Zahl bekommen wir nun? Ist es die 9? 9! N-I-U-N 9! Blitz, Blitz, Blitz. Ja. So, das war jetzt so die Abteilung Pädagogik für Daheimgebliebene. Ja, hier nehme ich wieder natürlich meinen Minendetektor. Aber den haben sie jemals ganz gut gelöst. So, da waren wir schon, ne? Da gab es die Batterie. Tja. War ich da unten schon? Ich guck mal. Drehe ich mich im Kreis wahrscheinlich, ne? Ja, das weiß ich jetzt. Komme ich eigentlich noch weiter nach unten?
stimmt, hier war ich ja schon. Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter nach unten, ne? Ja, egal. Hier ist auf jeden Fall nichts. So. Man hat mir ja den Hinweis gegeben, dass man mit C4 eine Menge sprengen kann. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wonach ich großartig suchen muss, wenn ich ganz ehrlich bin. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussah, ich glaube, das wird ihr mir zustimmen, gehe ich jetzt mal nach ganz oben. Was sieht mir hier sowas aus? Ich guck mal gerade, ob da noch irgendwie... Na, wir werden mal einfach... Was haben wir zu verlieren? Was? Was bist du denn, mein Freund? Außer irre. Was war das denn? Ist der jetzt weg? Komm, legen wir nochmal eins drauf. Ist das jetzt richtig? Kann ich da rein? Nö. Ach, das ist dann... lustig! Lustig! So. Da kann ich aber jetzt rein. Oh Gott. Wir sind wieder da, wo ich so unglaublich viel Spaß habe. Achso, hier konnte ich irgendwie... Ich konnte doch hier irgendwie wechseln. Weil ich will auf jeden Fall mal... Wo bin ich denn jetzt? Was bist du denn? Was ist das denn für ein Vogel? Du siehst aber nicht gesund aus. Okay, Snake kann ihn trotzdem wegpunchen. So. Tja. Das ist okay. Dann können wir mal eben nachtanken. Schön. Tja. Da wir hier kaum Sauerstoff haben, stelle ich mir das sehr interessant vor. Das ist doch bestimmt ein ganz toller Satz mit X. Ja, das hat mir einer schon verraten, leider. Hallo? Ich möchte gern... Hallo? Würdest du mal... Sag mal... Du hast... Hallo, hallo? Hallo, hallo? Da kann ich das nochmal wählen, das brauche ich aber nicht. Weil? Was habt ihr denn hier Tolles gemacht? Der Trick ist eigentlich, ich erkläre den mal. Man muss eigentlich hier nur... Ja. Ihr habt's gesehen. Eigentlich eine Waffe. C4 ablegen. Puh, dieses Spiel ist großartig. Ich komme wahrscheinlich eh nicht weit. Kann ich endlich auftauchen? Natürlich nicht. Kann ich den C4 ablegen? Gar nicht? Oder nur, wenn er möchte? Aber wisst ihr was? Darüber machen wir uns Gedanken in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sehen uns im nächsten Part. Wobei ich nicht weiß, ob wir da lange überleben werden. Wir sehen uns. Tschüss!